Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Pax. Wir hatten ja wirklich einen super geilen, also ich fand zumindest geil, knappen Kampf gegen die Krabbspinne. Endlich mal wieder ein herausfordernder Kampf. Richtig, richtig gut. Und wir haben sogar eine neue Rüstung bekommen. Richtig, also wir, dass wir die bekommen haben, klar, aber dass sie sogar noch besser ist. Richtig geil, Mahakama-Rüstung oder Hose halt. Plus 230 Vitalität, also da plus 59 Punkte besser. Das ist auch geil, das ist jetzt mittlerweile... genau da steht, wie viele Punkte besser das halt ist. Durchbohrungsschadenresistenz besser, Zerschmetternresistenz besser. Aufschlitzen gleich. Zweimal gesockelt. Nice one. Nehmen wir natürlich. Können sie nur Scheiße reinnehmen als Sockel, also als Glyphendingens da, aber was soll's. Wird wahrscheinlich immer noch nicht gehen, na, dass wir hier die Sachen reinpumpen können. Nee. Das heißt, wir müssen jetzt Art oder sowas reinmachen. Wo ist das denn? Geht das auch? Nee. Hä? Bin ich gerade blind? Habe ich keine mehr? Taumeln, Adrenalin, Bluten, Rüstung. Also, hier sind doch immer gar keine mehr. Verbrennen, Angriffskraft. Aber ich habe die doch nie verkauft, oder? Ich muss doch welche einge... Ach, ich bin so blind und blind und blöd. Hier rechts bei den Rüstungen natürlich. Vollidiot, Pax ist dummi. Oh mein Gott, bin ich dumm. Wir brauchen eigentlich bloß Igni, aber hier haben wir nur eine. Haben wir noch eine insgesamte Zeichenintensität? Hirden, Hart, Axi, Hirden, Axi, Quen. Ja, Quen können wir noch nehmen. Ich glaube, das nehmen wir am zweitmeisten, oder? Ist jetzt auch nicht so wichtig, die Sachen da. Ach so, Moment, wir haben ja noch diese neue Trophäe, die ja wieder automatisch angelegt wird. 5% Chance auf Bonuskräuter. Ja, das brauche ich. Das ist richtig geil. Bonuskräuter. Was für ein Scheiß. Aber wir brauchen echt wieder Essen. Und ihr wisst ja, ich kaufe das nicht. Ich sammle das immer nur gerne ein. Deswegen wäre richtig cool, wenn wir... da demnächst mal wieder Sachen finden würden. Weil ich habe nur noch Bier. Ich brüll mich jetzt zum Heilen. Wenn ich was essen will, muss ich mich immer betrinken. Und Geralt ist direkt schwummrig nach einem einzigen Bier. Also gibt es überhaupt keinen Sinn. Warum soll denn der überhaupt betrunken werden? Der kann auch sonst alles ab. Kann nicht so leicht vergiftet werden. Etc. Aber... ihm wird direkt schwummrig, wenn er ein einziges Bier trinkt. Das ist ein totaler Schwachsinn. Wo ist denn Katze? Hier. Ich würde halt schon gerne noch die restlichen Eier kaputt machen, auch wenn es jetzt hier als optionales Ziel nicht mehr dabei ist. Gesellen Waffenreparatur brauchen wir eh nicht. Brauchen wir auch nicht. Brauchen wir eigentlich gar nichts von. Selbst dieser komische Runenstein. Wir haben so extrem viele Runen. Scheiß drauf. Ein Apfel. Ich sagte ja, ich brauchte was zu essen. War nicht unbedingt von der Leiche, die hier schon seit Jahren rumliegt, aber egal. Ich werde jetzt hier aber... okay, ich glaube, wir können die Eier auch einfach liegen lassen, weil da oben ist ja noch die totale Action-Load, die ich gerade sehe. Ach, Trockenfisch, nice. Wenn sie meine Gebete erhört hätten. Ich werde jetzt hier aber nicht sinnlos die ganze Höhle überall 100.000 Mal durchsuchen. Entweder finde ich es halt. Oder halt nicht. Moment, hier waren wir ja schon. War hier die Truhe? Nee, war hier drüben die Truhe? Ach, egal. Ich gehe jetzt einfach zurück. Das ist eigentlich... also, es steht ja auch nicht mehr als Ziel da. Wir müssen ja eigentlich generell eine hohe Belohnung bekommen oder viele Erfahrungspunkte, weil es ja immer noch ein Totenkopf-Symbol hat. Dieser Auftrag. Warum ging denn der Lock... was war das? Achso. Warum ging denn bitte schön der Lockduft nach rechts? Ich verstehe das nicht. Also hier muss da auch noch irgendwas sein. Ich gehe erstmal hier lang. Sorry, aber... wo führt das hin? Was ist hier? Also eine Truhe erstmal, das ist nice. Die nehmen wir mit, wobei jetzt in den Truhen nicht so viel Geiles drin war. Essen wäre halt geil. Ach Gott. Also, wenn es halt keine Reliktsachen sind, brauche ich die gar nicht mehr mitnehmen. So Meistergegenstand, der ganze Schwachsinn. Die lohnen eh nicht mehr. Oh nein.
Also ich habe immer noch das Gefühl, dass die Katze wirklich nicht so lange hält wie früher, aber egal. What? Ich denn jetzt? Dann weiß, wo wir rauskommen. Ich wollte eigentlich bloß gucken, dass ich die Eier noch finde, aber ich glaube. Ach Moment, die sind doch noch Eier. Die werden zumindest hier angezeigt. Kann natürlich sein, dass man entweder den Hauptgegner platt machen soll oder die Eier. Das gibt ja auch keinen Sinn. Auf jeden Fall werden hier vier Eier angezeigt. Oben rechts, wie man sieht. Und hier sind gar keine. Na, scheiß drauf. Ich gehe jetzt einfach mal. Was ist das denn? Hatte ich denn das wieder überlegt? Mal gucken, ob ich meinen Weg zurückfinde, ohne dass ich Katze brauche. Problem ist, ich habe halt auch keine Katze. Also entweder schaffe ich das jetzt hier blind oder es klappt halt nicht. Ich gehe logischerweise nach oben rechts, nach dem ja. Ja, es hat geklappt. Nach dem Radar, nach der Karte bin ich natürlich gegangen. Wir brauchen jetzt halt hier eh keine Katze mehr, von daher. Ach scheiße, nochmal das gleiche. Ich glaube, das ist einfacher, oder? Nee, es ist nicht so einfach. Aber wir machen es nochmal, es hat gerade so gut geklappt. Es ist so ungewohnt, einfach nur nach dem Ding da oben rechts zu gehen. Wie so ein eigenes Spiel. Na komm. Tja, dann bin ich mal auf die Belohnung gespannt. Wird wohl nichts Krasses sein, wie so oft. Aber es geht ja auch mehr um die Missionen als. Geht's raus hier. Als um die Belohnungen. Hoch mit dir. Geralt hat wieder keinen Bock. Och, Gary. Ich glaube, ein Hexeauftrag war es noch. Einer. Den schaffen wir vielleicht heute noch. Mal schauen. Oh, 381. Das ist ja weit weg. Können wir uns dahin teleportieren? Nee, das lohnt nicht wirklich. Da reiten wir einfach mal hin. Waren ja auch längere Zeit nicht mehr auf Spike. Spike! Hallo? Hallo? Wo ist denn Spike? Warum kommt er denn nicht? Was ist denn jetzt los? Na, endlich. Da ist er auch schon. Laufplätze. So, 350 Schritt, das ist nichts für unseren lieben Spike. Vor allem, wenn er einfach querfeldein, hoffe ich zumindest mal, dahin sprinten kann. Ach, dieser Gestank. Stinken Bären so sehr, aber ich denke mal, dass fast alle Tiere, die so großes, dichtes Fell haben, nicht so geil riechen, oder? Wir müssen da rüber, oder? Warum ist da ein Fragezeichen? Soll ich hier ein Ausrufezeichen sein? Ich dachte, Fragezeichen wären neue Quests. Mich mit einem Fassbier. Hallo. Ich habe schlechte Nachrichten. Eine Krabbspinne hat deinen Bruder getötet. Wenn es dir hilft, ich habe ihm gerecht. Ach, natürlich hilft das nicht. Und ich habe Mikkel noch gesagt, was willst du unbedingt Fremden helfen? Bleib auf deinem Arsch sitzen, sonst passiert ein Unglück. Und was willst du noch? Kriegst du nicht genug von anderer Leute Unglück? Nein, ich ziehe was zu essen vor. Wie alle. Bezahl mich und ich bin weg. Ich hätte dich bezahlt, wenn Mikkel noch leben würde. Ich habe mein Leben riskiert. Ich werde nicht darum bitten.
Ja, dann lassen wir das natürlich. Also, es ist ein Vollidiot, der Typ, logischerweise. Aber er ist auch gerade emotional aufgewühlt, also kann man ihm das nachsehen. Und ich bin sowieso jemand, wie ihr wisst, ich würde einfach jeden von den armen Bauern hier die Belohnung quasi schenken, würde die nie annehmen, wenn man es halt immer aus sich aussuchen könnte. Dein Bruder war ein besserer Mann. Bis dann. Ein paar Erfahrungspunkte haben wir bekommen, besser als nichts. Du hast einen Beruf. So. Begrab mich mit einem Fass Bier. Die Kreatur aus dem Wald von Ochsenfurt. Auch das müsste wieder eine Totenkopfmission sein. Also sehr, sehr schwer. Und da werden wir uns mal direkt hin teleportieren. Ah, wir können jetzt einfach hier draufklicken. Yay, wir sind da. Aeramas verlassenes Anwesen. Das war auch lustig, wenn es das Anwesen ist, woran ich jetzt denke, mit diesem Keller und dem Golem, der das beschützt hat, dem ganzen Gewackel und so. Das war lustig. Aber jetzt erstmal der letzte Hexerauftrag. Das war's dann. Dann gibt's keine Nebenquests mehr. Hallo, ich will speichern. Dann gibt's keine Nebenquests mehr. Es gibt keinen Hexerauftrag. Schatzsuch machen wir nicht. Dann geht's auf zum Hauptquest. Dann gibt's kein anderes Quest mehr als das Hauptquest. Richtig nice. Da ist er. Wo? Ah ja, das war dieses scheiß fliegende Ding nochmal. Oh, das wird geil. Okay. Komm her. Dann wenn er so ein Kreisen fliegt, kann man ihn nicht treffen. Oh, jetzt komm doch mal her! Ach du Scheiße! Okay, wir haben jetzt gerade irgendwie ein bisschen Schaden gemacht, aber der macht auch richtig viel Schaden. Ich werde es nochmal probieren, logischerweise, aber es könnte sein, dass ich mich entscheide, den jetzt doch nicht zu machen. Wenn der Kampf zu krass werden würde. Ich meine, der gegen die Grabspinne war schon krass und war deswegen auch geil, aber es geht immer bis zu einem gewissen Grad, ne, wo ich mir dann sage, okay, der Aufwand lohnt sich, wird ein geiler Kampf, oder der Aufwand lohnt sich überhaupt nicht. Wir müssten jetzt eine halbe Stunde kämpfen, damit wir das schaffen, wenn überhaupt. Okay. Mal gucken. Mal schauen, was Igni für einen Schaden macht. Ansonsten können wir zum Beispiel auch Quen nehmen und um zumindest den ersten Schlag zu blocken. Moment, warum haben wir keine volle Energie? Ich wäre hier mal kurz. Ach nee, das bringt ja gar nichts. Damit füllen wir ja keine Energie auf. Moment, ich mach so. Absurd. Jetzt ein Stündlein. Und das war's. Würde gerne von oben ran. Da ist er. Nicht schlecht. Oh, scheiße. Wenn der zweite Treffer nicht gewesen wäre, wäre es richtig geiler Anfang gewesen. Ich habe Bier getrunken. Ich Trottel habe nicht dran gedacht. Naja, hat jetzt schon einiges an Energie verloren. Ich will mir mal einen Überblick schaffen, wie wir jetzt ihn am besten platt machen. In den Kampf werden wir wahrscheinlich nochmal anfangen müssen. Ah, Igni macht denke ich nicht genug Schaden. Ich werde mal auf Quen gehen. Ich glaube, das kommt ganz gut bei dem. Oh, Freund, jetzt komm mal runter. Papa will dich angreifen. Oh, das war gut. Jetzt machen wir. Oh, das war richtig geil Schaden. Der blutet auf Garantie und ist vergiftet. Deswegen macht er so viel. Bekommt er so viel Damage. Also ja, auf jeden Fall macht bei der Kampf. Wir müssen nur schlau spielen. Wie immer halt. Wieder vergiftet. Er scheint wahrscheinlich leicht vergiftet zu werden, wie es aussieht. Jetzt blutet er auf jeden Fall.
Ja, aber wie gesagt, wird wahrscheinlich beides sein, Bluten und Giften. Ja, mit Quen wird's simpel. Aber also was heißt simpel? Natürlich trotzdem ein Kampf, ein taktisch geprägter Kampf, aber wenn ich mich nicht allzu blöd anstelle, dann sollte man es nicht mehr schaffen. Oh, ja, Quen war da. Vor allem ist es halt gut, wenn man... Ah, jetzt blutet er nur, glaube ich. Ja, also vergiften scheint richtig krass Schaden zu machen. Das, weil jetzt blutet er halt, das machen wir irgendwie nicht so viel Schaden. Scheint also vor allem am Vergiften zu liegen, wenn er hier 1400 pro Sekunde oder was das war, verliert. Also anfällig gegen Gift, interessant. Oh, er war sogar kurz gelähmt oder irgend sowas. Schon wieder. Scheiße, das war wieder zu riskant. Wir haben ja zum Glück noch genügend Energie, glaube ich. Oh nein, haben wir wieder zu viel Gift im Körper, wie es aussieht. Was bringt mir denn, wenn ich mehr vergiftet sein kann, wenn ich trotzdem schon total zeitig Energie verliere, weil zu viel Gift im Körper ist? Fuck, Mann. Au. Wäre natürlich richtig dumm, jetzt noch zu sterben. Ne? Der Kampf lief so gut am Anfang. Am Ende war es so scheiße, aber der Anfang lief vor allem so gut, weil wir es halt zweimal hinbekommen haben, ihn zu vergiften. Und er dadurch so viel... Ah, jetzt ist er wieder vergiftet. Nice. Dann nimmt er einfach so viel Schaden. Das ist so geil. Wir haben auch einmal noch Quen. Das heißt, das sollte eigentlich gleich vorbei sein, wenn er sich irgendwie durchdreht. Nein, wir haben keinen Quen mehr. Jetzt. Komm schon. Das sind nur noch. Also noch einmal vergiften oder halt zwei oder drei, vier Schläge, dann ist das Ding durch. Oh, aber er braucht uns auch nur noch einmal treffen, sehe ich gerade. Scheiße, Mann, hat dieser Quen kaputt gemacht. Das, also jetzt will ich auf keinen Fall nochmal den Kampf anfangen, deswegen geht er total auf Sicherheit. Schon wieder hat er diese scheiß Biersaufen, verdammt. Mehr. Boah, da soll's landen. Ich glaube, er ist vergiftet. Ja, das war's gleich. Nice. Huhu. Oh, war auch ein guter Kampf. Taktisch geprägt. Sehr schön. Die letzten beiden Hexen, was? Die letzten beiden Monster-Jagdkämpfe waren geil. Oder Hexeraufträge halt. So, was können wir hier dafür mitnehmen? Eigentlich alles. Oh, wieder eine Reliktrüstung. Hoffentlich ist die auch so geil. Wie die Hose, die wir gefunden haben. Unser Pferd ist auch merkwürdigerweise direkt da. Warum, weiß ich nicht. Ach, sie ist schlechter. Mal gucken, wie die aussieht. Ja, wäre mal eine Abwechslung. Dann wird auf jeden Fall mal anders aussehen als die Rüstungen, die wir sonst immer angehabt haben. Ich glaube, so eine hat man noch nie an. Zira-El-Rüstung. Ja, so eine hat man noch nie, würde ich sagen. Gut, Durchbohrung ist besser. Zerschmettern gleich. Blutenresistenz plus 100%. Oh, wir können nicht bluten, wenn wir die Rüstung anhaben. Das ist schon irgendwie Ironie des Schicksals, dass der Gegner, der selber geblutet hat in unserem Kampf, dass der uns eine blutenresistente Rüstung gibt. Das ist schon mal geil eigentlich. Resistenz gegen Schaden durch Monster ist halt auch nochmal 25%. Ganz ehrlich, das Einzige, was momentan für diese nilfgaardische Wächterrüstung spricht, ist halt wirklich die Vitalität. Aber ansonsten 25% weniger Schaden plus diese 100% Blutenresistenz macht's eigentlich schon sehr interessant. Und die sieht halt auch einfach geil aus und... Ich kann dann ja immer noch zur nilfgaardischen Wächterrüstung zurückkehren, wenn ich die brauchen sollte, aber das glaube ich nicht. Ich denke, ich nehme die jetzt einfach mal. Sieht ein bisschen anders aus als die, die wir sonst hatten. Das macht das Ganze nochmal interessanter, deswegen nehmen wir das und sockeln das mit Quen, weil wir das am ehesten noch benutzen. Wobei ich mich halt gerade frage, was das bringt. Wahrscheinlich hält Quen dann einfach länger. Aber wir verwenden halt eh nichts anderes, deswegen nehme ich jetzt einfach dreimal Quen rein. So. Dann die Tränke wieder tauschen
unser Absud gegen weißer Honig. Ach Moment, und wir haben doch mittlerweile auch ein bisschen was zu essen. Nicht sehr viel. Ja, ein Apfel und ein Trockenfisch. Aber ist mir immer noch lieber als zwei Bier. Und wir müssen rasten, weil wir gar keine Tränke mehr haben. Und dann war's das. OMG. Das heißt, wir holen uns jetzt einfach noch die Belohnung ab. Und dann Simsalabim Sabrina, weil diese Meister der Arena, da gehen wir einfach hin und bekommen ein bisschen Kohle. Und ich habe keinen Bock jetzt nach Skellige zu gehen, nur um das halt abzuholen. Oder? Ach, das können wir ja auch noch machen beim nächsten Mal. Aber das ist ja nur Kohle abholen. Das heißt, beim nächsten Mal holen wir dann die Kohle ab von dieser Kreatur aus dem Wald von Ochsenfurt. Plus Meister der Arena und dann Simsalabim Sabrina haben wir es geschafft. Hauptquest, hässliche Endline, ab geht's, Kehr Moorhen, da können wir dann glaube ich auch gegen Lambert spielen und eine Karte abholen. Wird also richtig geil. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit wir euch loben. Euer Praxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Und irgendwie sah da richtig geil aus, oder? Mit diesem Rot-Schwarz. Bye, bye.